So, und das ist wieder der Beweis dafür. Oh, hoppala. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Ich hab den falschen Safe geladen. Ups, Moment. Drei, zwei, eins, machen wir noch mal und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Baldur's Gate 3. Ich hab nichts gemacht, außer Hube sein Inventar leer zu räumen. Hallo. Und ich möchte es jetzt verkaufen. Ja, ich möchte verkaufen. Zu hören. Oh ja, kann ich. Gott, ist er klein. So, ach nee, warte, scheiße, Moment. Halt, stopp. Er schaut so erwartungsvoll nach oben. Richtig. Wir müssen jetzt erstmal alles markieren, was ich nicht brauche. Also, das... Hannes ist ein bisschen erfahrener als ich, weil er keine Kinder hat und deswegen spielen kann wie so ein Irrer. Also, wie so ein Irrer ist ja jetzt falsch. Ich habe heute vielleicht 5 Stunden gespielt. 60. So. Zu Waren hinzufügen. Dankeschön. Zack. Ja, ich brauche noch was. Und zwar möchte ich eure Waren sehen. Ich kann ja auch links dann sehen, wenn du einen Dialog machst und da joinen. Cool. Ja, ja, das habe ich. Ist jetzt nicht so, dass ich das am Anfang gesagt hatte, aber. Ich habe es anders gemacht. Du kannst auch joinen, indem du auf ihn draufklickst. So ist. Das ist richtig. So. 416 Gold habe ich jetzt. Auf geilen Scheiß. Ich bin gerade am Überlegen. Also, ich kaufe auf jeden Fall die Heal Pots. Sind die so wertvoll? Am Anfang ja. Da wir beide keinen Plan von Crafting haben, kaufe ich die lieber. Lagervorräte kaufe ich auch. Das könnte reichen, wenn ich dich heile oder so. Dass es ausreichend ist, um entspannt durch Early Game zu gehen. Ja, also, es ist schon okay, aber es ist nie schlecht, einen Heal Pot zu haben. Goodie, goodie. Und den Ring kaufe ich mir noch. Weil den einen, Hannes, um sie zu knechten. Den. So ungefähr. Ah, so gut. Sylvanas be with you. Richtig, Sylvanas ist, halt voll lustig, ist mit euch. Weil ich sehe halt nur, wie er dich die ganze Zeit anguckt, so dieses ganze Management rum. Was kaufst du sich halt nicht, ne? Ich sehe ihn halt. Ja, ja, das ist richtig. Er guckt dich an. Sylvanas sei mit dir. Okay, cool. So. Genau. Rasten müssen wir, machen wir mal noch nicht. Ja, lauf vor. Tu, was du nicht machen möchtest. Ich? Okay. Welche? Ja, ja. Gut, weil ich weiß ja, wo wir hin müssen. Deswegen macht es ja keinen Sinn, wenn ich vorrenne. Ja, kann man so oder so sehen. Okay, hier sind Training-Dudes. Die trainieren fein. Oh, das sind tatsächlich Kinder. Okay. Ja, sollen wir hier schon rausgehen aus diesem siedlungsartigen Ding, oder? Du bist ja, du hast ja auf der Minimap... Oder wenn du mal die Map öffnest. Ne? Ich rede gerade mit Schattenherz. Achso. Warum ist die so verblutet? Ach, sind wir auch. Aha, wenn ich ein Schweif wollte, würde ich eine Katze töten. Aha. Okay. Ihr würdet eine Katze töten. Was war das für ein Artefakt? It's not important. Die hat so einen lustigen britischen Akzent. Fair point. Survival is the crux of it for now. Warte noch auf den Aussie. I don't think so. You need a healer, same as I do. Ich bin ein Healer. Such luck in this place, from what I've learned of it. Ist sie nicht auch so eine Main Character Ding sie da? Ja, ja. Aber sollen wir die dann mitnehmen? Wäre doch Quatsch, wir haben doch schon geilere, oder? Du kannst alle mitnehmen und sie ins Lager stecken. Um mit denen zu interagieren und falls dir dein Charakter nicht mehr gefällt, den du mit hast, kannst du den mit ihr tauschen. Ja, okay, dann machen wir das. Aber du kannst sie halt einfach, mach ich ja auch, in meinem Playthrough, habe ich die halt auch alle in meinem Lager rumstehen, aber ich habe halt 4 erstellte Charaktere. Voll in Ordnung. You seem overburdened with hangers-on already. You'll just slow me down. Ach, sie will jetzt nicht mit? Ah. Ach nee, okay, jetzt doch. Nee, genau, sie kann nicht, weil unsere Party voll ist. Gut, jetzt habe ich ins Lager geschickt. Beste. Genau. So, Minimap wolltest du sagen. Genau, auf der Minimap hast du ja, siehst du ja diesen, was ist das? Ja, eine Raute, ne? Eine Raute? Ich sehe das Smaragdheim beispielsweise. Ah, und das ist auch eine Raute. Das ist ein, wenn du in die Legende guckst, ist da ein Questmarker.
Ort, Wegpunkt, Markierung, Geheimnis, Eigenmarkierung, Quest. Ach, das mal. Oh, wo ist das denn? Das ist ja ewig weit weg. Ach, da. Rette die Flüchtlinge. Sprich mit Kaga. Richtig. Okay. Genau. Das müssen wir im Prinzip nur machen. Ja, das heißt, wir laufen eigentlich ganz normal von Quest zu Quest. Ja. Und nehmen alles mit, was wir hier finden können, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay. Was ist das da? Ach, das ist mein eigener Marker gewesen, verstehe. Richtig. Ah, weil die Karte aber noch nicht aufgedeckt ist. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Wird schon irgendwie dahin finden. Und die roten Sachen dürfen wir nicht nehmen, weil das wäre Diebstahl. Ja, richtig. So ein Schmutz. Wir sind ja ein ehrenwerter... Du bist ehrenwerter Paladin, ich bin ein Wilder. So. Stimmt, das muss ich auch zuhören. Ja, ja, ich bin in dem Dings. Oh, oh, ich glaube, die fighten gleich. Oh, Hallöche. Er ist ein Druide. Gut, und die sind... Ach, und uns wird er auch nicht durchlassen? Doch, wir haben Engelszungen. Heiliges Becken. Hallo. Wollen wir mit dem Bär reden? Wir reden mal mit dem Bären. Was? Warum? Ich wollte doch nur mit ihm reden. Ich hab doch nur... Was jetzt passiert? Ich hab schnell Neuladen gedrückt. Lass uns jetzt nicht mit den Druiden prügeln. Okay, gut. What the fuck? Da war so ein Symbol für Reden. Da hab ich nur drauf gedrückt. Wahrscheinlich war das ein Symbol für Reden. Er hat Sprechblase, sieht gleich aus für den Paladin. Ich merk das schon. Ach, okay. Schmutz. Absoluter Schmutz. So, und das ist wieder der Beweis dafür. Oh, hoppala. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Ich hab den falschen Safe geladen. Ups, Moment. Gut. Das war der falsche. Es war kein Damenswind. Schüchtern laden. Okay. Weil ich schnell. Da habe ich das jetzt mal gedingenst. Ich war verwirrt, okay. Da ist dein Charakter aber auch bei, nur dass du bei mir Sir Hubertus heißt. Zu Recht. Aber es war schon grundsätzlich richtig, dahin zu gehen. Dann muss man halt mit einem der anderen reden und nicht mit dem Bären. Du musst einfach nur an den vorbeilatschen. Ah, okay. Ich kann ja vorgehen. Warum halten die anderen... Ach so, weil das wahrscheinlich so bösartige, wir haben Schwänze und so Typen sind. Ja. Oh, scheiße, jetzt habe ich zu früh geladen. Jetzt muss ich mir nochmal ein ganzes Inventar joinken. Okay. Aber erst muss ich bei mir kurz aufräumen. Und zwar kommt das dahin. Gold kommt hier hin. Ach witzig, ich sehe das noch nicht auf der Map, aber ich kann mit der Kamera schon dahin gehen und es mir angucken. Okay. Richtig. Cool. So. Dann einmal zu mir. Den muss ich hier im Einzelnen machen. Das Waren hinzufügen. Du kannst so, übrigens dann, auch, wenn du, deswegen habe ich dir die drin gelassen, du hast so Wurfspeere im Inventar. Mhm. Wenn du die, du kannst im Fight, kannst du sagen, werfen. Okay, und dann kann ich die auswählen und werfen. Und dann kannst du die auswählen. Du kannst auch Gegner auswählen und also Leichen auf die werfen. Oha, okay. Das geht auch. Aber wenn du gerade zum Beispiel, wenn wir keinen Fernkämpfer haben und du dran bist und der eine, der weiter weg steht, hat irgendwie einen abhebt, wirst du den halt irgendwie einen Stein gegen den Kopf oder so. Ach was. So, aber bei den Gegenständen, die jetzt keine Wurfspeere sind, sehe ich halt nicht, wie viel Schaden die machen wahrscheinlich, ne? Nicht, die machen halt nicht viel Schaden dann. So, Ware verkaufen, danke. Ah, auf einmal sehe ich sein ganzes Inventar. So, was hatte ich mir gekauft? Ich hatte mir den Ring gekauft, ich hatte mir die... Was macht der Ring denn eigentlich? Healpots gekauft. Der Träger erhält einen Bonus von einen vierseitigen Würfel auf Schadenswürfel. Das heißt, ich habe nochmal einen extra Würfel, um Schaden zu machen. Oh wow, das ist aber krass. Finde ich. Genau, Pfeilarten kaufe ich mir jetzt noch nicht. Kauf dir mal. Ach, scheiße, hab ich nicht genug Geld für. Fuck you. Wie viel Geld hast du? Ich habe. Exakt. Wo steht denn das nochmal? Im Inventar. Heiltrank, Schriftrolle, Wurfspeer, Schlüsselbund. Schmieren. Null. Warum auch immer.
Ich hab dir doch nicht dein Geld gejoint. Okay, warte mal, wir machen es kurz. So. Achso, hups. Ich hab nicht gebalanced. So. Jetzt hast du nur noch 190. Ja, weil ich gekauft hab. Das ist wirklich kein Gold. Ich hab dir das doch nicht gejoint. Naja, egal. Gut. Eben die Lagervorräte beipacken. So, okay. Klingt nach einem Bug, den man fixen sollte. Wieso, damit... Wenn wir jetzt mit denen reden, dann... Passiert ich dann was? Ich lauf jetzt vor. Okay, mach mal. Wirkte so, als hätte man da irgendwie... So. ...eine Dings kriegen können oder so. Stimmt, das hatten wir gerade schon. Ja, ja, nimm mal mit das Mäuschen. Ach so, die machen da noch Haupthandangriffe und so, die siehst du auch auf diesen Übungsattrappendingern, okay. Oh, zwei neue Journaleinträge verfügbar. So, jetzt haben wir's. Da geht sie. Oh, 30, krass. Tochter der Dunkelheit. Es gibt übrigens, Max-Level ist übrigens 12. Oh! Das ist aber nicht so ultra hoch. Es ist ein scheiß Ohr, ne? Das erscheint, wenn ich auf Magran drücke. Aber okay! Oh, diese Nasenlöcher. So. Dann latsch jetzt einfach dran vorbei. Und es ist eine scheiß Sprechblase. Ja, dudelupdupdup. So viel der zu. Hä? Wieso? Vielleicht, weil wir durch einen von unseren Typen oder mich halt irgendwie böse sind? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich weiß warum. Ja, wir haben jetzt ja was ge... warte, ich habe schnell speichern gedrückt. Also eigentlich schnell speichern, zum Glück. Auf dem richtigen Safe geladen. Nee, ich bin vorher ja mal rumgelaufen und habe noch mit den anderen allen gequatscht. Vielleicht sollten wir das vorher tun. Vorher kannst du da irgendwie nicht rein oder so. Ah, ja, okay. Vielleicht haben wir dadurch nicht deren Wohlgesonnenheit. Mag ja sein. Richtig. Deswegen... So wie die sich da so gestritten haben hier, Cal und Roland oder sowas. Ich gehe erstmal zum nächsten NPC, den wir mitnehmen können. Ach, das gibt's auch noch. Go on. Give me a best shot. Ach stimmt. Der Typ soll sogar ziemlich stark sein irgendwie. Again. Du wärst tot. Du wärst tot. Er ist wie Jonte. Er hat schon keinen Bock mehr. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Halborg. Genug geheult, Kind. Im Kampf werden euch die Tränen nichts nützen. Go on now. Practice what you've learned. Well met. Was ist mit seinem Auge? The man's smile bends downward and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You are on the ship. Yes, yes. Oh, yeah. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so. Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Ha. Scheiße, ihr habt den Wurf verkackt. Mist, was hätte der denn gebracht? Hintergrundinfos. Ah. Her name is Karlak.
An Archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the Hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. An excellent suggestion. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. A splendid plan. We'll talk more there. Okay, ich werde sogleich die Ausbildung all dieser jungen Kreaturen abbrechen. Ich scheiße quasi auf sie. Ich gehe in euer Lager und chill. Gut. Und ja, wir sollten häufig zwischenspeichern, glaube ich. Ja. Das ist richtig. Indiana Jones Style. Ach, geht's da rein? Wie drehe ich die Kamera nochmal? Ah, da, so. Zevlor. Zevlor, könntest du mal gehen? Da ist ein Truhn. Na, vielleicht sollten wir erst mit Karga sprechen. Hattest du das gemacht? You have your own business to attend to. But if the druids won't abandon this ritual of theirs, it will be trouble for all of us. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Karga war jetzt aber nicht zufällig auch bei dem Bären-Dude dabei. Weiß ich nicht. Merken wir doch keine Namen. Sehr gut, sehr gut. RPG dies das. Okay. Nochmal mit Aaron reden. Hallo, kleiner Aaron. Nee, er hat nur noch seine Waren. So, dann reden wir nochmal mit Schattenherz. Oder wie auch immer sie heißen mag. Oh. Was? Nein. Ich habe irgendeinen Wurf geschafft und bin in den Dialog gerannt. Verdammt. She hastily tucked. If I wanted a tail, I'd kill a cat. I suppose you came here for the same reason I did. Of course, but we'll have no such luck in this place. From what I've, he could probably help us. Wenn meine Frau und ich ein Kind bekommen hätten, also ein weibliches Kind, hätten wir es auch Schattenherz genannt. Safe. Ah. Oh. Very over. I have no idea how long it. You seem overburdened. So. Also wenn wir jetzt nochmal angegriffen werden, habe ich keinen Plan, woran es liegt. Vor allen Dingen, was müssen wir dann tun? Die legen? Bauen wir die alle um. Was soll ich jetzt sehen? Ja, die Frage war ja ernst gemeint. It is forbidden. Let my daughter go right now. She's a thief, Hellspawn. Achso, hatten wir ja schon. Ja, bla bla bla. So, ich speichere hier jetzt. Gut. Geh jetzt einfach mal ein Tücken weiter. Er brüllt. Come, Magrin, give him a chance. You get back. Ah, so. Also, ohne mich hätte ich inzwischen kommen überrannt. Ich gehe wohin ich will. Warum? Was ist denn hier unten? Ich will keinen Ärger, kann ich nicht einfach passieren, sie ignorieren und weitergehen. Ich glaube, wenn wir sie ignorieren und weitergehen, gibt's aufs Maul. Ich glaube auch, dass das in einem Kampf münden könnte. So. Machen wir, komm. Kick back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh. War Giona nicht die mit dem Ritual? I understand. You. Nee, Kaga. Richtig. Go ahead. Ja, super. Guck mal, dann war es wahrscheinlich wirklich die eine Aktion mit dem Hörner-Duden. Ping-System. Alt und rechte Maustaste. Alter, Mensch, jetzt muss ich dir nicht mehr alles erzählen. Gut. Ja, dann mal rein. Die Vasen hier und so sind nicht rot. Solange es nicht rot ist, kannst du es nehmen. Okay. Okay, nett. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief?
A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Hello? She's a parasite. She eats our food, drinks our water, it's us. And steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Wie gemein, Alter. We took back the idol. Surely. Do it. Natur überzeugen. Na komm, wir sind Barbar, wir schüchtern ein. So, mindestens eine 13 brauche ich. Okay, das sehe ich. Stimmt, jetzt nicht. Mindestens eine 12. Das ist doch machbar. Alter, ich habe eine 12 gewürfelt. Beste. Oh, schade, dass ich das nicht sehe. Ein Pferd springt nicht höher, als es muss. Very well. Teela, to me. Was? Sifisifis. Out, thief. My grace has its limits. Thank you, Korga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Was sie denn für Probleme? Weiß ich nicht. Kaga. Ulodan. Ach so, das sind freundliche Mäuse. Und könntest, wenn du mit Tieren sprechen kannst, könntest du auch mit denen reden. We just let her run off. She's a child. So, dann labern mal mit ihr. Oh, du spielst Geld gerade. Oh, tatsächlich. Go on. Ja, Zufall. Say it. You think I'm a monster? First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. Weil ich's kann. The grace period ends. The viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Sie redet immer von uns. Ja, uns die Druiden. Nach deiner Waffe greifen. Auf der Straße sterben. And mine perish if he stays. You showed great metal at the gate. The metal of a skilled sword for hire. Warum hat sie das mitbekommen? I want you to provide your services to Sevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Du hast das ein wenig anders gespielt? Nö. Ne? Guck mal, da ist auch eine Weidentruhe, die ebenfalls nicht rot ist. Da gehe ich mal hin. Da ist ein Pokal. Den nehme ich mal. Weißt du, wie du wieder zurück auf Hube switcht? Habe ich gerade. Gut. Ich frage ja nur. Druidengemächer. I see you. Was gibt es hier? Just give me a moment. Einen verletzten Vogel. This may be kept. There. It's up to her now. Life or death. Now. What was it you needed? I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. Hält die uns kostenlos? You seem healthy enough. Nee, wir brauchen ja Heilung für die Larve. Ach, das. Schädel steckt. Das ist ja unsere Hauptquest erstmal, diese scheiß Larve aus unserem Schädel zu bekommen. True. A tadpole. A mind flayer tadpole. Yes. I
I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Also nein. We need to be quick. This way. Ich leg mich erstmal hin. Hallöchen, Grommarsch. Okay. Okay. Das ist aber ein komischer Arztsaal. Sieht das Zimmer bei deinem Arzt anders aus? Nicht wirklich. Aber dieser zerlegte Drow, ne? Der liegt da nicht bei meinem Arzt. Notizen, ach, da ist sie. There's something in that vessel. Take a closer look. In welchem Wessel? Die Pfeife. Was meint die? Alles ist rot. Na, wenn du nichts anfassen darfst. I'm no Master Halsenmind. He'd have your tadpole out like that. Still? Ah, mein Untertitel sind verpackt. You don't have to be here for this. Please, don't mind me. I'll just watch. All right. Let's see what we can do. Walter White. Was ist das für eine Pflanze? Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Victims can identify each other. Not that the others know their victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsen was desperate to find where all this was happening. Ship. A mind flayer ship? But Master Halsen was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. Wissen wir. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Voll der nette Halbling. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Nein. Ja, das werde ich tun. Gut, dass du das machst, Hannes. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. War bei Corona auch so. Mensch, parallel. What the hell was going on? Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Naja. You can't cure what you don't understand. And as much as I know about mind flayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. When Master Halsen heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Schlecht. Geh doch und hol ihn. The thing is, I've sent birds to find him. Aha, but the place Vögel. Is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsen and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Wieso sollten die den Typen nicht einfach töten? Thank you. It would mean everything to the Grove. Das musst du die Goblins fragen. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. True. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halsen didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial.
Remember your oath. Ja, ja, ja. Der Oath. Vergessen. Was, was? Was redet sie da? So. Sie redet wirr. Drück mal M. Aber M. Und dann geh auf rechts auf Klippen am Straßenrand. Auf Klippen am Straßenrand? Ja. Wo soll das stehen? Ach da, ja. So. Oh. Ach, dann werden wir direkt geportet. Genau, das sind Wegpunkte. Ah. Wir werden nämlich jetzt erstmal so ein bisschen. Das klingt jetzt blöd, wir werden jetzt erstmal ein bisschen leveln gehen. Bitte, ich wollte gerne mal kämpfen wieder. Da hätte ich richtig. Das, also das, nicht, dass ich was gegen die RPG-Elemente, Story-Elemente, ich finde das geil und so, aber ich will auch mal ein bisschen. Das werden wir jetzt tun. Rettungswurf? Oh. Mir ja. Auch. Welch ein Glück. Was sind das für Kollegen? But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we stop! Got ourselves competition already. That's our ship. Stop! Angreifen? Sich nicht. Überzeugen. Täuschen. Stell dich. Du kannst ja aus dem Dialog rausgehen, ne? Ja. Stell dich mal in Position. Was ist denn eine gute Position? Ja, dass du nah an den dran bist und nicht noch zu denen hinlaufen musst, um den einen ins Gehirn zu scheppern. Ich stell mich mal hinter den einen. Sehr gut. Bereit? Ja. Hallo. Oh, ich habe einfach Initiative 0 mit dem einen. Also mit Hube. So. Wenig Initiative ist eigentlich immer gut. Okay, den nur 60, den 65. Genau, wir haben... Ich wollte gerade fragen, ob du die beiden oberen gesehen hast. Ich gehe mal nicht davon aus. Die beiden oberen? Ja. Ach, da sind noch mehr, stimmt. So. Da wir zu dritt dran sind, du bist einfach, du hast wirklich als letztes, ey, das ist ja bodenlos. Machen wir erstmal so. Zack. Dann machen wir einen Hops. Dann rennen wir hier hin. Okay. Oh, der Dude könnte ja gleich tot sein. Zu beenden. Komme ich zu dem ran? Ich komme nicht zu dem ran. Dann hau ich ihm einen einfach aufs Maul. So, he dead. Ja, dann gehe ich schon mal dahin. Und zu beenden. Ach, da oben ist auch noch einer. Au, der Säurepfeil war nicht so geil. Oh, du schläfst, ist auch nicht gut. Ne, ist kacke. Eieieiei. So, was mache ich denn jetzt? Bau den Gnom um. Am besten. Frage ist nur, womit? Heiliger Tadel. Zorniges Niederstrecken. Du siehst auch ja immer, wie viel Schaden das macht, ne? Ja, das ja. Wird dir immer so, gezeigt. Dafür nicht genug Ressourcen. Göttliches Gespür. Schütternder Hieb. Na gut. Mein Crippling-Effekt hat er leider weggerollt. So. Ich nehme erstmal einen Trank. Wie mache ich das? Wenn du einen Trank in deiner Leiste hast. Gegenstände, das kannst du nur, wenn du dran bist. Ja, bin ich ja mit dem. Achso. Stimmt, Magier. Bin ich ja mit ihm dran. Ja. 1 und 7, Hilfe. Okay, und dann laufe ich schon mal nach oben zu dem anderen. Au. Ach, du Schande. Toll, ich war halt nur eine halbe Sekunde zu spät. Naja, alles gut. Oh, ich bin durch Säure gelaufen. Das ist vielleicht auch nicht so klug gewesen. Können die beiden ja sich um den einen kümmern. Oh, hoppala. Und... Gut. Nein! Ah. Die Permadeath? Können wir ihn irgendwie... Nein, wir können ihn gleich wiederholen. Alles gut. Okay. Das kannst du mit so. Gael gleich machen. Kannst du sagen, einmal anfassen. Okay.
Dann gehe ich schon mal. Oder springen vielleicht. Springen. Zack. Und dann. Oh! Der Boy ist aber weit oben. Heilige. So, und dann kann ich mich noch irgendwie. Heiliger Tal. Ach ne, es geht nur Verbündete. Das geht nicht auf mich. Schade. So, was mache ich jetzt mit ihm? Du drückst hier Hilfe auf deiner Leiste. Na. No. Dann hat er wenigstens wieder ein HP. Gut, warte mal. Kann ich. Achso, Kamera drehen. Ja. Schon wenigstens 4 HP. Und gehe ich erstmal eben einmal runter. Dumme ist halt. Line of sight. Er hat halt keine Magiepunkte mehr, ne? Stoßen, eintauchen. Das ist richtig. Deswegen finde ich Magier. Also Magier kann richtig gut sein, aber anscheinend sind die halt gefühlt crap. Oh shit, ich habe gerade gelesen, du hättest mich auch aufwecken können. Ruhe. Also egal. Okay. Autsch. Oh, was ein Wichser. Oh, sie kommt schon zu der Runde. Ja, das. 6. Okay. Was macht das nochmal? Göttliches Gespür? Nein. So. Gut. Dann beenden wir den Zug. So. Wow, ein Damage. Ist ja kurios. Stoßen. Athletisch erfolgreich. Schmutz. Ich kann nicht spurten, scheiße. Aber du bist wieder wach, glaube ich, oder? Ja, ich bin wieder schon. Okay. Gut, Fehlschlag, kostbar. Fehlschlag, auch sehr kostbar. So, dann gehen wir nochmal hinter das Mäuschen. Ist egal, ob du von vorne oder hinten angreifst, du bist kein Assassine. Ah, okay. Ja, natürlich waren es jetzt nur 4. Ach komm, fick dich doch. Ja, musst halt besser würfeln, was soll ich dir erzählen? Was ist denn dieses Eintauchen? Da kannst du deine Waffe in, wenn irgendwie ein Säure oder so neben dir ist, kannst du die da eintauchen. Ah, okay. Soweit ich das verstanden habe. Na toll. Ich habe gerade kein Würfelglück, Mashallah. Oh, dead. Sehr gut. Zu beenden. So, nur noch der eine. Schade, ich dachte, er rutscht auf Eis. Warte mal. Hand auflegen. Stimmt, du bist verletzt, ja. Ich bin verletzt. Nimm es. Ja, okay, bis er da mal angekommen ist. Aber gut, whatever. Auch wieder nur eins, ey, so ein Schmutz. No choice but to keep going. Nur ein mehr gebraucht. Ist das dumm? Zu schwer zum Werfen, schade. LOL! Sehr gut. Ist ein Schlafsack. Hilft der uns irgendwie? Kannst dich hinlegen, ja, aber wirklich helfen tut uns das nicht. So, dann looten wir die jetzt, oder was? Richtig. Oh, er hat ein Langschwert dabei. Der auch. So, dann muss ich mal eben gucken. Und zwar neue Rüstung an. 4 bis 15. So, Moment.
Aber Langschwert ist beidseitig, also Zweihänder? Nee, steht eigentlich immer bei, wenn das Zweihänder ist. Nee, ist es nicht, passt. Ja, das haben. Ist es ein bisschen besser als der Morgenstern. Und diese Waffe freischalten. Vielseitig, okay, sollte eigentlich funktionieren. Gut, okay. Gut, also es gibt kurzes Rasten und langes Rasten. Ja. Kurzes Rasten kann man zweimal machen, danach muss man lang rasten. Für lang rasten braucht man Vorräte. Das heißt, alles, was wir an Lebensmittel finden, brauchen wir halt, damit wir eine lange Rast machen können, weil du brauchst immer 40 Punkte für eine lange Rast. So, aber wenn wir alles mitnehmen, sollte das nicht das Problem sein. Ich mache jetzt einmal eine kurze Rast, damit wir alle so halbwegs wieder geheilt sind. Ja, das tat gut. Also der Einzige, der jetzt nicht komplett geheilt ist, ist Gale. Genau. Von und es gibt halt, das siehst du auch bei den Zaubern bei Gale, Sachen halt, die so Zauber, es gibt halt welche, die gehen nur mit langer Rast wieder aufgefüllt. Und es gibt halt welche, die sind nach kurzer Rast oder nach dem Fight schon wieder aufgefüllt. So. Ja gut, der eine Zauber war jetzt auch während des Dings wieder. Oh, ist verschlossen. Kannst du das aufkicken oder so? Versuchen wir es aufzutreten. Mach mal. Ach nee, nicht auftreten, auftreten. Nicht auftreten, auftreten, sondern. Liebeswerkzeug. Mitnehmen, wichtig. Ja, ja, ich nehme alles mit. Knoblauch. Gut, gut. Ein da. Oh, hast du geschafft? Ja, ja. Ah, da muss ich auch erstmal rein. Oh, Hallöchen. Wie ich noch einen Hit mit dem Knauf mit? Kampf beginnen. Ich wollte gerade sagen, ich würde auch, der Gegner ist überrascht. Einfach alle auf ihn draufkloppen. Ah, natürlich. Hier kommen 6 Schaden, das schaffst du ja wohl. I hope it very much. Ah. Sehr gut. Wenigstens etwas. Banditenschlüssel. Cool. Nehme ich. Dunkelheit. Was mitnehmen? Oh, guck mal, geräucherte Würstchen mitnehmen. Löffel. Käse mitnehmen. Leibkäse aus Tiefwasser. Noch irgendwas? Ein Karaffe. Flaschen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die bringen nicht so viel Geld. Du siehst auch immer, wie viel Geld das beim Verkaufen bringt. Ah, okay. Das meiste ist immer nur so 1-2. So. Quasi unnötig Ballast. Ja, irgendwie schon. Da jetzt rein, oder was? Jupp. Oh, da ist noch einer. Deswegen. Ach, Presse. Hat sie uns gehört, hätten wir schleichen sollen. Wir haben uns gesehen. Das ist nicht das Problem. Nee, halt, stopp. Moment, Hilfe. Das könnte jetzt wehtun, aber wird lustig. Fernkampfangriff. Oh, okay. Scheiße. Ach, ich habe so, ja keine soll ich das mit meinem Feuerzauber mal anblöbbeln? Aber wenn sie da gleich drin steht, ja bitte. Warte mal, ich gehe mal eben zur Seite. Dass du durch kannst. Ah, sie geht da okay, nicht so rein. Dumm ist sie leider nicht. Oh nein, sie holt ja, ja. Verstärkung. Oh doch, sie ist drin. Ja, aber warte, bis die anderen da auch reinrennen. Sicher? Ja, natürlich. Okay. Solange dann wir beide da hin. Nicht als Nahkämpfer drinstehen, ist alles gut. Ich beende halt mal meinen Zug. So, ich gehe halt. Scheiße, ich kann nicht springen. Warte, ich kann dir mal so ein gleißender Schaden-Buff da geben. Nimm den heiligen Tadel. Richtig, ich beende jetzt meinen Zug, dann laufen die hoffentlich da rein und dann hämmerst du einen Feuerpfeil da rein. Einen Feuerzauber. T-Not. Au. Oh. Zephray wird. Also. Alter, okay. Na, höchstens der eine mit seinem Knüppel halt. Die anderen sind ja alles irgendwie. Oh, auch er nicht. Ah, doch, er macht. Okay, guck mal.
Ach, Schmutz. Ja, warte, warte, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Bevor du gleich den Feuerfall wirfst, warte, weil ich schieß ihn weg. Also ich schick ihn wieder ins Öl Dings. Rein. Genau. Ja, du bist eh vor mir dran, also alles gut. Nee, wir sind gleichzeitig dran. Ja, okay, aber ich warte dann, bis du gekickt hast. Richtig. 70%, 65%, über die 70%, ne? Zack. Oh, gut. Guter Damage. Zu beenden. Jetzt ist sie dran. Verdammt, er ist vergiftet. So, dann kick ich ihn da jetzt rein. Gut. Und, ach so, warte, jetzt ist Huber erst dran. Ich muss mal, ich glaube, ich gehe. Hä? Kannst auch switchen, wenn du auf ihn drückst. Aber ich bin noch nicht dran irgendwie. Ich habe noch diese Uhr und muss warten, bis du fertig bist. Ach so, ja, nö, dann musst du noch warten, bis ich fertig bin. Boah, was mache ich denn dann? Ah, ich weiß was. Hier geht's nicht gut. Werfen. Ja, haben wir gleich. So krieg ich beide. Oh, chillig, danke. So, zu beenden. Alter. Ja, jetzt hat er sein Feuerlämpchen geschmissen. So, und jetzt machst du ein Feuerdingens da rein. Und dann gehst du weg. Pam, pam. Geil. So, und dann solltest du am besten irgendwie einen Schritt aus der Tür hinten rausgehen. So ungefähr. Mhm. Na, vielleicht nochmal ein bisschen weiter. Warte mal. So, jetzt stopp. Drück mal Tab. Ja. Ah nee, du hast selber noch einen. Kannst du den Heilpot nehmen in deinem Inventar von Gale? Ja, ich hab einen. Ja, dann nimm den mal. Na gut. Dann stirbst du, weil du hast noch zwei Türen. Du hast jetzt nichts mehr drauf. Ach scheiße, jetzt bin ich gefesselt. Oh, glücklicherweise ein Fehlschlag. Boah, der Typ hat viel, viel Life. In Feuer getaucht hat er sein Dings. Ja. So, Dings geht's okay. Gar nicht gut. Die Frage ist, was ich mache, ey. Ja, drauf. Aufs Maul. Ja, mit welchem Dings? Knaufschlag, Sturmangriff. Ist im Gleichgewicht. Oh, Hilfe. So. Und aufs Maul. So. Dann nochmal ins Feuer schmeißen, kannst du das? Nee, ich habe keine Aktion mehr. Gale ist ja gestorben. Ja, nicht Gale, oh. Dingens. Astarion. Ja, ich werde mit Gale gleich hingehen und ihn heilen. Ja, das wäre schon mal gut. So. Keine Erholung. Warte. Achso, ich muss erst. Warte, stopp. Bevor du jetzt was machst. Fuck. Hallo? So, du hast jetzt. Werfen, ne? Kann ich aber nicht machen, weil Aktion, Scheiße. Also das ist schon wahrscheinlich, weil ich dich kalt habe. Das Einzige, was ich machen kann, ist stoßen oder eintauchen, das könnte ich noch. Ja, nee, dann müssen wir hoffen, dass sie ihn jetzt einfach nicht angreifen. Zug beenden? Ja. Scheiße. Oh. Aber Fehlschlag. Ja, es sind noch zwei weitere. Der ging auf mich? Kampfrausch, oh, klingt gar nicht gut. Ach, der hat doch 3 AP. Eieiei. Hau ihn um, also, dann ist das kein Problem mehr. 88 Vorteil, okay. Gut. Zack. Stufenaufstieg. Dann ist auch noch Level abgekommen. Göttliches Gespür, Angriffswürfen gegen Vorteil. Okay, habe ich eigentlich noch Heilzeugs? Ja. Wie mache ich das nochmal mit diesem Heiltrank? Werfen? Du drückst auf Werfen und lässt ihn auf den Boden fallen. Also allgemein. Ah, werfen kann ich nicht mehr. Scheiße. Okay, aber dann setze ich den ein, weil ich habe 2. Für mich und den nächsten werfe ich. Ja, alles gut. Ich kann auf dein Inventar zugreifen. Ah, okay. Deswegen, ich kann mir die jetzt einfach von Gale wieder klauen.
Okay. Das heißt, ich mach jetzt so. Dann ist er schon mal ein bisschen. Und oh, das sind die Kämpfe sind streckenweise echt happig, du. Line of sight. Zack. Fehlschlag, perfekt. So. Hab ich selber noch einen. Das war für zu schwer zum Werfen, das ist doch belastend jetzt. Vorbereitet? Oh wow, ja. Der war geil. Hab ich richtig gewonnen. Wie so. Geht dieses Vorbereiten? Ist das eine Sache von dir, oder? Das ist eine Sache von mir, ja. Aua. Okay, er könnte auch wieder zaubern. Das heißt, er soll mal sich ruhig nach vorne trauen. Und dann... Wenn du irgendwas hast, was sie außer Gefecht gibt oder so, ist auch immer sehr wichtig. Außer Gefecht? Nee, verbinde dich über Blitzschlag mit einem Ziel. Und fessle eine Welle donnernder Energie. Schmieren mit Fett. Schlafen. Kältestrahl. Oh, schmieren ist gut. Macht schmieren auf die. Auf den mittleren. Kann ich aber gerade nicht. Ich kann gerade nur Feuerpfeil oder Kältestrahl. Ich pack, weil schmieren ist dann, sitzt da so eine riesen Leiche Fett. Und der Rogue kann nämlich auch Feuerpfeil, dann hätte ich das einfach wieder angezündet. Ah, okay. Oh, gefesselt, Schmutz. Okay. So, warte, dann springen wir erstmal. Und dann zerfleischen. Nein! 70% hatte ich, du Verdammter! So. Ah, das hätte ihn gekillt. So ein Schmutz. Ja, ich mach das. Einfach gekillt. Sehr gut. Immerhin. Rettungswurf gelungen, aber er ist doch dead. Ja. Oh, also, der Hauptangriff für Maven braucht eine 13 für ein Trefferergebnis 9. Habe ich nicht getroffen, also brauche ich das nicht machen. Aber ich muss mir das nochmal durchlesen, wie das mit diesen Interactions richtig geht. Ja, das war auch bei mir irgendwie. Scheinbar hätte ich auch was machen können. Weiß ich ja, nicht. Du hast zum Beispiel Lifeguard oder irgendwie sowas, dass du den Damage irgendwie abfangen oder verringern kannst, irgendwie sowas. Ah, okay. Ah, ja, renn halt noch weiter weg. Ist egal, ich hau den einen anderen Typen da um. Knaufschlag. Sehr gut. So, ich helfe ihm gleich auf. Das ist gut. Wenn du Zugende machst. So. Wichtig und richtig. Thank you. So. Krieg ich ihn angegriffen? Ich krieg ihn angegriffen. Ah, ich kann nicht. Nicht genügend Ressourcen. Okay, Zug beenden. Obwohl, warte mal. Grommasch! Ich hoffe, das funktioniert. Wirfst du was auf ihn? Wieso sind die denn alle zu schwer zum Werfen? Dann kriegt er halt einen Beil ins Gesicht, Mann. Wirklich. Easy. Sehe ich noch Öl des Brandstiftes. Überzieht die Waffe mit Öl, das ist Feuerresistenz, das Ziel für Wundbarkeit. Ah, okay, ja gut. Hätte man machen können. Hätte man aber auch lassen können. Jetzt rennt der noch weiter weg. Ja, greif mich an, alles gut. Ich kann das ab. Okay. So, hin umboxen. War der Plan. So, womit aber? Mit einem normalen Angriff? Ja, Paladin-Krams. Nö. Also hin und boxen. Es ist so ein Schmutz. Alles gut. Ich treff. Trostet mich, dass ich so selten treff. Auch immer diese 70% Dinger nicht. Gut, der war jetzt 65, ne? Aber trotzdem. So. Wie weißt du eigentlich, dass du immer triffst, Magga? Ich hatte 65 gerade. Oh, so, wow. Dann machen wir jetzt noch die Level-Ups.
Und dann machen wir für diese Folge. Wir sind dann nämlich auch schon wieder bei 55 Minuten. Ja, so. So, da kannst du einmal zusätzliche Kampfrauschaufladung. Klassenmerkmal. So, wähle ein T-Herz, dass du das Herz bei jedem Stufenaufstieg änderst. Kampfrausch kannst du gnadenlose Wildheit verwenden. Du bist resistent gegen jede Schadensart außer physischen Schaden. Hilfe. Ach so, Moment, ich habe meine Unterklasse. Muss ich noch wählen. So, wir sind ja Berserker. Nicht Wildherz. Wir sind Barbar-Berserker. Wichtig und richtig. So. Vorbereitete Zauber. Donnerndes Niederstrecken. Cool, ich kann die jetzt ankokeln. So, und du wirst... Gale. Assassine. Alter, das ist halt so ein Sprung, ne? Von 14 auf 20 Gesundheit. Wow. Zwei Zauber erhalten. Oh Gott. Dolchwolke. Das ist kritischer Treffer, Alter. Ach ja, er ist ja kein richtiger Ranger. Mann, das nervt mich. Aber gut. Obwohl, ich gebe ihm einfach noch die Ranger-Klasse dazu. Kann man ja machen. Punktjäger. Säurepfeil. Okay, krass. Ein nochmal auf Level 1, ein Level 2. Let's go. Aber die erscheinen jetzt nicht in meiner Leiste. Warum? Also muss ich da irgendwie irgendwas... Ach so, doch da. Da muss ich auf den zwei... Oder? Nee. Taubes. Was denn? Na, das, was ich ihm jetzt quasi beigebracht habe, so ein Säurepfeil. Mhm. Wo finde ich den denn jetzt? Du musst... neben deiner Taskbar ist Plus und Minus. Und da kannst du, wenn du Plus drückst, kriegst du eine weitere Reihe dazu. Und da müsste der da irgendwann auftauchen. Weil das ist eigentlich alles direkt in deinem Dingens. Nahkampf, Fernkampf, Lichtquellen, Zweikampf. Ha. Gelegenheitsangriff, Reaktion. So. Können wir nochmal im Lupen gehen. Danke. Sollten wir. Danke. Lay on hands. So, aber dann machen wir jetzt einen Cut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.